Hallo liebe Freunde, heute ein Unboxing-Video mit der Handykamera. Ich hoffe, das Ganze wird nicht so ein großes Gewackel. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das am besten mache, weil ich habe ein großes Paket zugesendet bekommen. An dieser Stelle gleich mal vielen Dank, Ralf, dass du mir das Paket zugesendet hast. Ralf ist ein guter Freund von mir und er weiß, dass jetzt die letzten Tage bei mir ziemlich heftig waren. Ach, was sage ich, die letzten Tage, eigentlich die letzten Monate. Und ja, er hat halt gedacht, die beste Medizin für mich könnte sein, dass ich wieder mehr Drang habe, in meine Retro-Ecke zu gehen und mich mit schönen Dingen abzulenken, mit schönen Dingen zu beschäftigen. Und naja, da hat er einfach mal geguckt, was hat er noch zu Hause, packt das in ein Paket, schickt es mir zu, dass ich einfach ein bisschen was zum Basteln habe und vielleicht zum Reparieren. Also wer von euch meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich viel am Schrauben bin. Und naja, und mit dieser Idee als Grundlage hat er mir jetzt ein schönes Paket zusammengestellt. So, es kam auch heute. Es war wirklich schwer, die Treppen hochzuschleifen. Aber ihr seht gleich mehr, wenn ich jetzt die Kamera herumdrehe. Okay, hier haben wir das gute Stück. Ich packe mal ein Messer aus. Oh, da sieht man auch die Kackerbox von meinen Kaninchen. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht so viel zeigen. So, wie kann ich das jetzt hier aufmachen? Das alles einarmig. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Ah, okay, da ist noch ein Deckel drauf. Es ist ja, ich weiß gar nicht, 1, 2 Jahre her. Da hatte ich ja noch mal so mehrere Umzugskisten zugesendet bekommen. Frank, falls du das Video siehst, auch hier nochmal danke für die damalige Arbeit und den Bastelspaß, den ich hatte. Oh, fallen schon die Sachen raus. Da muss ich aufpassen, dass das nicht die Kaninchen abfinden später. So, beiseite. Okay, ah, da haben wir ja schon mal was. Das sieht doch schon mal gut aus. Damit kann ich was anfangen. Von Quelle Soft hatte ich bisher noch nichts. Cool. Das legen wir jetzt mal mit auf den Tisch und nehmen das erstmal mit rüber, weil ich habe ja momentan ziemlich viel mit der Datasette wieder zu tun. Und ja, Quelle Soft, das hat mir nochmal gefehlt, eins in der Sammlung, einfach nur mal, um zu sehen, wie war das damals. Helikopterjagd, das ist vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ich lasse das jetzt mal drin, das schauen wir uns dann ein anderes Mal an. Gut, dann hier noch ein paar Angebote. Aber ob die noch gelten, das ist die andere Sache. Besten, ich hätte schon mal zwei Mülleimer hier aufgebaut, dass ich das gleich trennen kann. Okay, was haben wir hier? Das sieht schwer nach einem Joystick aus. Bumm. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt hier handhaben soll mit einem Arm. Aber ich glaube, das wird so nichts. Okay, also wir können schon mal erahnen, was das ist. Das ist ein Quick-Joy. Hier sieht man das auch. Und zwar der mit den Federkontakten. Knack, knack, knack. So, hier, das sieht auch wieder schwer nach Joystick aus. Aha. Das ist ein Competition Pro. Das sehe ich sofort. Tada. Gut. Naja, der hatte wohl mal funktionierende Schalter. Jetzt nicht mehr. Hier wieder die Federkontakte. Das sieht man gleich. Diese Metallzungen meine ich viel mehr. Gut. Das kann raus. Oh Gott, das ist wirklich so krass. Eingepackt alles. Also das sind definitiv Joysticks. Was ist das hier? Nix, nix.
Aha. Da haben wir einen von meinen Lieblings-Joysticks, vermute ich mal schwer. Also manchmal spart der Ralf an Verpackung, aber diesmal hat das alles gepasst. Und ich habe mich getäuscht, das ist irgendein Modell, das ich nicht kenne. Feuerknopf am Gehäuse geht nicht. Okay. Also das habe ich hier noch nicht gesehen gehabt. Krass. Da hat man anscheinend den Schaft hier ändern können. Aber das passt so vom Feeling gar nicht zusammen, weil das hier unten ist einfach der ganz normale Quickshot. Und dann hast du hier so ein schweres Gummi drauf. Okay. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hier unten steht da auch dasselbe drauf. Das Spectra Video Modell Quickshot Nummer 4 soll das sein. Und was steht hier? Fighter steht hier drauf. Ja, das wird nochmal interessant. Dem widme ich ein extra Video. Weil, ich weiß auch nicht, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum rein. Da hat einer gebastelt. Aber das kann man ja natürlich nie so genau sagen. Weil wer weiß, was da damals alles gegeben hat. Hier haben wir auch nochmal ein Quick, das ist ein Quick Choi dann. Ja, den lasse ich mal drin, aber den kennt man ja auch mit dem ikonischen Kopf. Hier auch wieder rot. Das heißt, mit den Mikroschaltern. Aha, aha, aha. Da unten kommt meine Spezialität. Naja, eigentlich ist meine Spezialität die Joysticks, aber jetzt will ich da unbedingt hier mal dran. Was haben wir denn da? Und eine Diskette. Okay, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Und ich habe sogar noch Aufkleber für vorne drauf. Das passt. Da habe ich Bock drauf. Yes. So. Das scheint alles Pappe zu sein. Okay, da müssen wir wieder mal Schlitzi-Schlitzi machen. Wer erinnert sich noch an das Unboxing auf dieser einen Veranstaltung mit den gefühlt 200 Joysticks? Das war damals auch geil. So. Autsch, was ist da los? Aha, aha, aha. 1541-2 ohne Knebel. Oh, schon wieder so einer. Das ist jetzt der dritte. Also da kriegt man auf alle Fälle was hin. Geil. So, was haben wir hier noch drin in den endlosen Weiten? Ich gucke mir das später nochmal genau an, falls da irgendwie noch was drin sein sollte. Ach so, ja, und dann haben wir hier noch den Kumpel. Den mache ich hier oben mal auf. Das ist ja wieder richtig heftig eingepackt. Oh, shit. The Champion. Okay. Das ist aber, glaube ich, nicht in Deutschland verkauft worden. Nice. Noch nicer. Okay, ich habe Bastelspaß. Mission, Ralf, Mission erfolgreich. Das muss ich noch vor den Kaninchen wegtun. Aber Mission ist erfolgreich. Also da habe ich jetzt eine Menge Spaß dran. Und ich habe irgendwie Bock, hier dran zu gehen. Und ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo einen 3D-Druckknebel drin. Ich will doch nichts versprechen, aber ich muss mal gucken. Irgendwo habe ich vielleicht noch einen 3D-Druckknebel. Ansonsten muss ich mal gucken, wer mir da sowas drucken könnte. Ja, tolle Sache. Ich will es nicht länger machen als nötig. Danke, Ralf, und danke fürs Zusehen. Wir werden da bestimmt noch mal demnächst ein paar Videos über diese einzelnen Sachen sehen, auf jeden Fall über die Joysticks.
Okay, Leute, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao.